Jetzt kam eine Zeit lang kein Tipps und Tricks Video, Schande über mich, aber nun melde ich mich zurück mit einem Tipps und Tricks Video. Und zwar heute geht es darum, welche Runen lohnen sich denn am Baum der Weisheit, möglicherweise eben, wenn man den Baum der Weisheit betrifft. In welche Richtung soll man vielleicht gehen, welche lohnen sich, welche sollte man mal außen vor lassen. Ja, das ist das heutige Thema und dann starten wir mal, würde ich sagen. So, wenn ihr euch fragt, Baum der Weisheit, aha, befindet ihr euch auf der Waldlichtung? Aha, was ist das? Da habe ich mal ein Erklärvideo dazu gemacht, das findet ihr wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, also betreten wir mal den Baum der Weisheit, den finden wir eben hier. So, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr seid Level 14, kommt Level 14, könnt ab nun eben den Baum der Weisheit betreten. Na gut, dann seid ihr, ist es mal euch aufgezwungen, diese Runen hier freizuschalten. Mit der Moospenny muss man eben tun, dann kann man allerdings frei wählen, wo geht man denn hin. Welche lohnt sich jetzt? Welche weniger? Ihr seht, ich habe ja auch schon einiges freigeschaltet, von daher kann ich auch ein bisschen sagen, was sich lohnt, was sich eher weniger lohnt. Gut, also, diese Rune haben wir mal. Das mal fix. Was ich da machen würde, wenn ich dann an eurer Stelle wäre, was ich auch gemacht habe früher Zeiten, ich dann gleich mal Baum der Weisheit betreten habe dürfen, Waldlichtung, ist gleich mal die ganze Waldlichtung freizuräumen. Die ganzen Zonen freizuschalten, das sind wir eben hier, die Zone 1, 2, 3 und 4. Das ist das erste, was ich gleich mal dann gemacht habe, nachdem ich den Baum der Weisheit betreten habe dürfen. Waren dann gleich mal meine ersten Ziele. Dann sind natürlich so Verlockende dabei wie 25 Turbgulden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, Sternchen, man bekommt sie schlussendlich dann doch im Übermaß. Und auch wenn man jetzt bei einer Quest nicht weiterkommt, dann kommt in ein Event und da bekommt man einige Sternchen. Also von daher müsst ihr nicht denken, oh, jetzt nicht, brauche ich nicht, ich verzichte lieber drauf, weil ich brauche unbedingt die Sternchen. Ihr könnt es auch gleich mal am Anfang freischalten. Ich meine, die Sternchen, die kommen eben auch dann irgendwann mal zurück. Das auf jeden Fall, wenn ihr dran bleibt und ackert und rackert. Aber habt eben die Wahl, tut es zuerst oder nicht. Also ich habe ja die hier genommen. Dann ist das Ziel, das hat sich jetzt auch seitdem ich Baum der Weisheit war, auch schon ein bisschen verändert. Früher war Bahamarama 200 Sternchen, jetzt 50 Sternchen. Das ist natürlich das zweite lukrativste. Bahamarama, das würde ich euch jedenfalls auch empfehlen. Jetzt kostet es ja nur noch 50 Sternchen, von daher ist es auch nicht mehr so schwer zu ergattern. Was ich euch nicht empfehlen würde, gleich einmal anfangen, ist das hier. Ne, das hier. Ne, wo ist denn denn? Hier ist es. Mann, das ist ein bisschen verwirrend. Man sieht, ich war schon lange nicht mehr drauf. Und zwar Zugang zum Ziergarten. Zugang zum Ziergarten, wieso auf keinen Fall, wenn ihr jetzt Level 14 seid. Wieso das außen vor lassen und auf keinen Fall machen. Und zwar Zugang zum Ziergarten habt ihr sowieso automatisch ab Level 25. Könnt ihr sowieso zum Ziergarten. Na gut, jetzt könntet ihr theoretisch Level 14 schon zum Ziergarten. Aber ohne euch jetzt etwas zu unterstellen. Und ich kenne es ja aus meiner Zeit, so viele Sachen unbedingt hat man im Inventar jetzt auch nicht überall rumdumm liegen, dass man jetzt keinen Platz mehr hat, so irgendwo. Also bis Level 25 kann man definitiv warten um den Ziergarten. Also da, das wäre eine Sternchenverschwendung, kann man nur sagen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Dann Pfirsichbaum. Jein, sag ich mal. Jein. Pfirsichbaum, früher war der richtig mal was wert. Da war vieles noch was wert. Und da hat es auch richtig gelohnt, diesen hier freizuschalten. Aber mittlerweile ist es ja auch nicht mehr gerade der Burner. Man kann es definitiv tun. Ich würde auch sagen, sicher mal machen. Definitiv. Aber jetzt gleich am Anfang eher weniger, würde ich mal sagen. Ich würde sagen eher weniger, weil Pfirsich wird dann wirklich irgendwo Pfirsich dann gefordert. Dann könnt ihr diese ja zur Not auf dem Markt kaufen. Aber wenn ihr die Wahl habt, Pfirsichbaum oder Bahamarama, Pfirsichbaum oder Bahamarama, würde ich zuerst doch Bahamarama freischalten. Dann, wenn ihr da nach oben geht, okay, die müsst ihr ja freischalten, hier die Zuchtrune, das ist euch hier aufgezwungen, euch da etwas zu holen. Also von daher brauchen wir da nicht lange drum zu diskutieren. Was sollt ihr euch holen, ist die gute Frage. Ja, bleibt schlussendlich auch wieder selbst, jeden selbst überlassen. Das ist Geschmackssache. Entweder man sagt, oh, den finde ich schön, das brauche ich, oder das brauche ich, um einen Stall zu holen, zu bauen, oder das brauche ich, um Moosbrennen zu machen. Also müsst ihr eben ein bisschen gucken. Das eine braucht ein bisschen mehr Sternchen, das andere ein bisschen weniger. Das ist eben beliebig. Dann hat man die Wahl. Entweder hier mehr IP für die Aufträge oder Superdünger, effektiver Düngen, nennt es sich sogar für einen normalen Dünger jetzt hier. Seine kostet 60 Sternchen, glaube ich, das hier, und das kostet 50 Sternchen. Mehr EP für die Aufträge. Was ist das? Stell dich hier schlau wie ein Fuchs, erledige Liefer-Aufträge im Farmhaus und du erhältst 50% mehr Erfahrungspunkte pro Auftrag. Gut, das ist wirklich
die Qual der Wahl, kann man nur sagen. Also, mir würde es nicht leicht fallen. Das ist schlussendlich auch Geschmackssache. Ist man wirklich sehr aktiv im Farmhaus, dann kann man natürlich definitiv nur das empfehlen. Ist man da wie ich fast nie vertreten, dann wird man wahrscheinlich das andere nehmen. Also von daher, das ist mal komplette Geschmackssache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann geht es hier weiter. Hier gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Und zwar einerseits den größeren verlockenden Misthaufen oder Wassertank. Ich würde, wäre ich an eurer Stelle, sage immer so gerne, wäre ich an eurer Stelle, weil ich sage ja alles, was ich hier sage, ist aus meiner Sicht, wie ich es machen würde, um gleich mal schnell voranzukommen. Ihr müsst es natürlich nicht machen, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich äußere hier eben meine. Wenn ich die Wahl habe hier zwischen Wasser und zwischen Misthaufen. Gut, beides haben zwar ihre Vorteile, aber definitiv am Anfang würde ich definitiv Wasser nehmen. Aus zwei Gründen. Erstens, Wasser habe ich's mal mehr, das heißt, ich kann auch auf einmal, wenn ich Superfutter produziere, kann ich viel mehr Einheiten Superfutter gleich mal produzieren. Zweitens, vielleicht einen kleinen Nebenvorteil, aber das gleiche gibt es beim Mist aus. Auch, Entschuldigung, gibt es beim Mist auch. Man muss nicht extra immer dann mehr Mist zukaufen, sagen wir mal. Man will das ganze Feld düngen, hat 100 Einheiten Mist. Gut, dann düngt man mal 100, dann kann man wieder extra kaufen gehen und das dann wieder das Dünger. So hätte man gleich alles auf einmal kann man düngen, das ist beim Wasser eben das gleiche, müssen wir wieder nachfüllen gehen und alles. Aber ich würde hier den Wassertrank eher bevorzugen. Dann geht's hier weiter. So, weg hier mit den Blättern. Und zwar einerseits höhere Verkaufspreise und dann haben wir noch die Supermühle. 10% schneller. Das ist natürlich auch wieder eine knifflige Frage, was ihr da eben bevorzugt. Ja, früher wäre es, denke ich mal, keine Frage gewesen, was hier bevorzugt wird. Beim alten Markt wäre es definitiv gewesen, höhere Verkaufspreise, weil da waren wirklich fast teilweise überall null Angebote. Nein, überall nicht, aber sehr viel null Angebote. Das ist jetzt eben nicht mehr so der Fall. Von daher lohnt es sich, diese Marktplatzfee auch nicht mehr so wie früher, ist auch nicht mehr so der Burner. 10% schnellere Mühle ist eigentlich nicht schlecht, kann man nur sagen. Das ist nicht schlecht, besonders bei Superfutter beispielsweise. Von daher würde ich derzeit, wie es eben die Marktsituation derzeit ist, doch die Supermühle bevorzugen. Aber Marktplatz wäre natürlich auch ein Vorteil, wenn beispielsweise ein neuer Zug kommt, neues Zuchttier und ja, angenommen ihr züchtet dann das zweithöchste, dann könnt ihr es anstatt von vielleicht nur 3,8, wo ihr es reinstellen könnt, 4,2 reinstellen. Ne, so viel auch nicht, aber hättet ihr doch einen deutlichen Gewinn, aber das ist eher so eine Ausnahme. Wie gesagt, derzeit ist eben beim neuen Markt jetzt schon eine halbe Ewigkeit eben doch sehr selten null Angebote irgendwo vorhanden. Wenn, dann lohnt es sich natürlich sehr, das muss man auch dazu sagen. Dann sieht man eben hier zwei Wege. Den einen Weg sieht man den Zuchtweg quasi, den anderen Weg sieht man den Nachbarschaftsweg, wenn man das mal so nennen kann. Gut, was lohnt sich mehr? Ist die gute Frage, ist wieder eine Qual der Wahl. Und zwar, wenn man hier sieht, Straußenzucht, Paket, dies Zuchtpaket, jenes Zuchtpaket, ist nicht verlockend, aber wenn man hier entlang muss man das eben nehmen. Von daher, das ist nicht wirklich gut, aber was folgt wie eine verkürzte Zuchtdauer ist schon nicht schlecht, wenn man überhaupt ein Zuchtfan ist, so wie ich, dann ist das natürlich schon mal recht nice. Und was natürlich der wirkliche Wahnsinn ist, muss man dazu sagen, ist mit einer Chance und 20% bla bla bla, und zwar die Baby-Boom-Rune. Die lohnt sich doch sehr, 20%, das wäre. Wenn es eben sieht, wenn man es vor der Theorie, jede fünfte ist nochmal ein zufälliges Zuchttier dabei. Also kann es theoretisch beispielsweise eben sein, ist nur in der Theorie, ihr züchtet vier fliegende Schweine, könnte es auch sein, dass ihr dann ein Sparschwein bekommt und noch ein fliegendes Schwein dazu, zurück. Also die lohnt sich schon, ist natürlich jetzt ein Ausnahme extremer Fall, aber von daher Zuchtfans bevorzugen sicher dies, weil das lohnt sich wirklich, muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Dann haben wir hier die Nachbarschaftsrune. Finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Besonders hier die plus 6 mehr Nachbarn. Das ist definitiv klasse. Dann zwei Geschenke mehr ist auch nicht schlecht. Da freuen sich auch nochmal die Nachbarn. Dann haben wir hier fleißige Bonus. 50% mehr EP-Bonus, wenn der Nachbar aufsteigt. Ja, nicht der Wahnsinn, aber okay, wir nehmen es mal geschenkt. Und dann gibt es noch den Urlaubsmodus. Urlaubsmodus, was ist denn das? Und zwar, da kann man zweimal im Jahr, wie es auch hier beschrieben steht, die Farm, deine Farm Urlaub quasi schicken und dann kann nichts passieren, du verlierst keine Nachbarn und täglicher Imbonus passt auch noch alles. Es geht nichts verloren sozusagen, du wirst nicht rot. Das ist Urlaubsmodus, nur gut. Wann man es braucht, ist auch entweder braucht es oder man braucht es eben nicht. Ich habe damals gewählt, sofort hier die Babybumrune und dann erstmal hier.
Dann geht's hier weiter, und zwar XXL-Werkzeugkiste. Ja, ist nicht der Burner, kann man sagen. Und dann gibt's hier eben die ganzen Handwerksrunen. Und zwar für die, was haben wir hier? Blumendraht haben wir gehabt, jawohl. Für Blumendraht, also für den Florist. Dann haben wir hier nochmal was für den Florist. Dann gibt's hier die nächste Rune. Ah, da habe ich sie mir aber bei den Berufen. Okay, machen wir hier weiter. Also, Werkzeugkiste, okay, das kann man geschenkt mal nehmen. Kostet 25, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe. Dann schnellere Stelle. 10% mehr die Tierstelle verkürzt. 10%. Ja, also für mich als Nicht-Aufsteller der Stelle ist das überhaupt nichts. Für andere ist das definitiv was. Handwerksrunen gibt es hier. Gibt es dort, gibt es da. Gibt es viele Handwerksrunen. Ja, okay, ich sag mal, hat man Sternchen viele über und sagt, ah, ich brauche jetzt unbedingt Blumen dran, dann kann man sie ja nice freischalten. Aber das würde ich auch nicht wirklich empfehlen, muss ich sagen. Das würde ich auch mal außen vor lassen. Vorerst erstmal das Wichtige abholen. Zum Beispiel, naja, das nicht unbedingt. 10% Werkzeug, Chance erhöht oder 10% mehr droppt es, ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Das ist auch nicht so schlecht. Zum Schluss, wie bei mir, wird ihr allerdings feststellen, wenn ihr dann mal in den höheren Level seid, da staut sich dann auch schon das Werkzeug. Anfang ist es definitiv nicht schlecht. Und dann gibt es hier, das würde ich euch definitiv wieder weiterempfehlen, und zwar Ausbildung zum Spa-Manager und zwei Berufe. Könnt ihr ab Level 70 nutzen, kostet jeweils 150 Sternchen. Nun gut, man muss dazu sagen, Alchemist ist derzeit nicht der Burner, aber da wird ja auch überarbeitet oder wurde zumindest mal gesagt. Von daher, wenn da mal was ist, Berufe. Die sind eigentlich ganz lukrativ, das ist was ganz Tolles, ein tolles Feature, von daher das würde ich euch schon auf jeden Fall empfehlen. Und hier gibt es eben nochmal Raune für den Alchemist und dann gibt es hier nochmal 5% mehr Handwerkspunkte beim Alchemisten und das gleiche gibt es auch für Florist hier. Ist auch nicht schlecht. Also für alle Handwerksfans ist hier am Baum der Weisheit definitiv auch was geboten. Dann ginge es hier noch weiter. Mehr IP beim Ernten. Ja, auch nicht schlecht. Und dann geht es hier ganz hoch. Schlussendlich schnellere Werkstuben, schnellere Ställe, schnellere Werkstuben, mehr IP, also viele kleine Sachen, die eben was ausmachen. Und hier habe ich eine übersehen. Und zwar die Wunderrankenreihe. Muss ich persönlich sagen, ich habe sie ja auch bereits freigeschaltet. Ich finde sie richtig gut. Ich finde sie sehr gut, um genau zu sein. Besonders dann die Rune hier mit den Albino-Fledermäusen. Das ist wirklich gar nicht schlecht, denn ich meine, da kannst du raufstellen, erstens mal irgendwelche Sachen, die du willst, bekommst alle 30 Stunden eine Albino-Fledermaus und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Erstaunt sich dann mit der Zeit auch schon mal die Albino-Fledermäuse, zum Schluss gibt es auch noch ein braunes Schwein und irgendwann drinnen gibt es noch 10 Schlier zu Konstanz. Also diese Rune, Wunderrankenreihe, Rune, würde ich euch auch empfehlen. Am Anfang ist noch ein bisschen blöd mit Parfüm, aber dann geht es eigentlich voran. Finde ich derzeit auch eigentlich auch eine der besten Runen hier am Baum der Weisheit. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist so. Zumindest hier von den Oberen hier. Und dann zu guter Letzt gibt es ja noch die lebende Legende Rune für 300 Sternchen. Für satte 300 Sternchen kostet die. Was bringt sich die? Und zwar müsst ihr dadurch eure Pokale, Zuchtwettbewerb und den anderen Ausstellungen nicht mehr umstellen. Das bedeutet, auf gut Deutsch gesagt, auf gut vermaramerisch gesagt, wollt ihr den Effekt der Pokale nutzen, müsst ihr sie ja immer umstellen. Sprich, habt ihr jetzt hier die Pokale hier auf der Waldlichtung stehen, das erhöht ja die Dropchance. Erntet aber auf dem Hauptacker ab, bringt euch das gar nichts, habt ihr keine erhöhte Chance auf Dropsachen. Müsst ihr immer umstellen hier, wenn ihr erhöhte Chance haben wollt auf dem Hauptacker, dann müsst ihr die Pokale eben auf dem Hauptacker stehen. Und diese Rune erleichtert eben das euch, ihr müsst nie wieder umstellen. 300 Sternchen dafür, das ist natürlich auch schon ein bisschen heavy, das ist natürlich auch recht viel, muss man dazu sagen, also ja. Puh, ist viel, kostet viel, braucht man eben die Sternchen. Fazit würde ich eben mal sagen, hier am Anfang definitiv die Waldlichtung-Runen mit Bahamarama, das hier würde ich definitiv außen vor lassen, da müsst ihr euch durchkämpfen. Dann würde ich hier die Turbomühle nehmen, Wasserdrang, Entschuldigung, dann kommen wir erst zur Turbomühle oder zur Supermühle oder wie sie sich auch immer nennen will. Dann müsst ihr wieder beliebig entscheiden, was hättet ihr lieber, seid ihr ein Zuchtfan oder seid ihr eher für die Nachbarn ganz lieb? Ja, zum Schluss. Ich meine, es geht ja eigentlich jetzt nur primär darum, was holt ihr euch als erstes? Und weil schlussendlich stauen sich die Sternchen dann ganz hoch in den hohen Level. Und wenn ihr dran bleibt, wirklich wieder, so, da könnt ihr dann so gut wie alles holen mit der Zeit. Dann eben hier hoch würde ich euch definitiv, ob hochklettern, auch dann mal einen Beruf, zwei Berufe empfehlen. Hoffentlich wird der Alchemist dann bald mal lukrativer. Derzeit ist es nicht der Burner. Wenn ihr die Wahl habt, aktuell, ich weise darauf hin, aktuell,
dann würde ich den Spa Manager euch empfehlen und nicht den Alchemisten, aber ist eben aktuell so Video überarbeitet. Dann würde ich euch auch die Wunderranke empfehlen, finde ich auch recht gut. Und zum Schluss geht es nochmal raufklettern zur lebenden Legende-Rune. Die Idee dahinter ist wirklich kurz mit den nicht mehr Umständen. 300 Sternchen ist aber ziemlich hardcore, muss man dazu sagen. Gut, das ist mein Fazit mehr oder weniger. Schlussendlich muss es eben jeder dennoch selbst entscheiden, wie er eben vorgeht. Aber ich wollte euch mal so einen kleinen Einblick gewähren, wie ich es gemacht hätte, wie ich es gemacht habe. Nun staunen sich bei mir auch schon ein bisschen die Sternchen, wie ihr seht. So, das war's mit diesem Tipps und Tricks Video. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen vielleicht weiterhelfen bei einer ganz schwierigen Entscheidung. Nee. Also, das war's und damit bis zum nächsten Mal. Übrigens, nur so nebenbei, wollte ich auch noch gesagt haben, wenn ihr eine gute Idee habt für ein Tipps und Tricks Video, wenn ihr irgendwas schon mal wissen wolltet, was auch immer, lasst es mich wissen und ich mache dazu eventuell ein Tipps und Tricks Video. Über Vorschläge, Videovorschläge bin ich, beziehungsweise nehme ich immer wieder gerne entgegen, würde mich auch sehr freuen. Irgendwann zum Schluss gehen mir natürlich auch die Ideen aus. Aber jetzt genug, bis zum nächsten Mal. Wie Game Freak sagt, bye bye.